Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Mitgespielt, The King of Shreds and Patches, der Interactive Fiction von Johnny Mayer, die gerade ja auch von Gunnar Lott und Christian Schmidt im Stay Forever Spielt Podcast gespielt wird. In meiner letzten Folge mit Nachklapp habe ich ja das Haus von John Croft untersucht. Und bin dabei auf dessen Leiche gestoßen. Ja, Tagebuchseiten haben mir dann erzählt, dass er wohl eine Lieferung vom verstorbenen Autor Christopher Kit Marlowe erhalten hat, der wohl ein sehr lieber, ja, und geschätzter Freund von Croft war. Ja, und Marlowe hat wohl an einem Theaterstück gearbeitet mit dem Namen The King in Yellow, der gelbe König, wo er allerdings nur den ersten Akt begonnen hat. Und Croft hat sich dann entsprechend die Aufgabe gesetzt, dieses Stück zu vervollständigen, hat sich dabei tatkräftig Unterstützung durch William Shakespeare gesichert, ist aber im Prozess des Schreibens des ersten Aktes wohl schon dem Wahnsinn verfallen. Man kann dem Ganzen entnehmen, dass Croft zumindest ein Ritual durchgeführt hat, so wie es Marlowe ebenfalls in seinem Tagebuch beschrieben hat, um eben eine Kreatur zu beschwören. Und diese Kreatur war wohl rhetorisch richtig gewieft und hat ihm eine genaue Anleitung gegeben, wie er das Theaterstück weiterzuschreiben hat. Aber ihn natürlich entsprechend Energie genommen, ihn ja seinen Verstand ausgesaugt, so dass Croft dann wohl hinterher entsprechend den Freitod durch lausiges Erhängen gewählt hat. War alles ziemlich aufregend. So, nachdem wir im Nachklapp dann auch noch den Schlüssel gefunden haben, den Croft bei sich hatte, konnten wir schließlich Crofts Haus verlassen. Und entsprechend stehe ich jetzt hier auch noch auf der Straße vor Crofts Haus in der Stony Street. Es ist der 16. Januar 1603 abends. Genau die Stelle, an der ich euch das letzte Mal verlassen habe. Und man hat jetzt natürlich verschiedene Sachen zu tun, aber man fühlt sich ja selbst zittrig und sehr, sehr müde. Man hat ja ziemlich einen Horror hinter sich, will deswegen unbedingt nach Hause und sich in seinem Bett verkriechen. Und wenn uns das schon so ein Anliegen ist, dann machen wir doch das. Ich spicke hier gerade mal auf meine Karte. Muss hier einmal nach East. So, dann nach Norden. London Bridge. Ebenfalls nach Norden bin jetzt Fish Street Market. So, und wenn ich jetzt nach Hause will, muss ich eigentlich nur nach Westen gehen. Thames Street West. Thames Street West. You stand near the Thames on the appropriately named Thames Street, just north of your modest print work. The narrow street running east toward London Bridge and west in parallel with the river is sparsely populated at this hour. Many of its surrounding buildings are shut tight. A small but disturbing number of their doorways are marked with crudely painted red crosses. The Mermaid Inn is located a short distance to the north of here of Cheapside. Die Frage, was mache ich? Gehe ich gleich in Norden oder gehe ich in mein Printworks? Ach, ich gehe doch vielleicht mal gleich nach Norden. Cheapside. Ich trage das aber gleich auf meiner Karte ein. Cheapside. You're standing on a large square at the western end of Cheapside, one of the busiest and most fashionable streets in all London. Some of the buildings here reach a full 5 stories in height, but towering over even these is the impressive but rather shabby-looking St. Paul Cathedral off to the southwest. The ground floors of the buildings generally contain shops, frontage creaking and swinging. Goldsmiths are particularly common. The Mermaid Inn sits
inconsistent possibly behind the Cheapside Cross on the northwest of the square, and you can return to your place of business by making your way south through a maze of side streets. Wood Street runs north towards Cripplegate and the current residence of Shakespeare. Further westward is the Ludgate exit from the Walled City and beyond Westminster. Wir stehen hier auf einem großen Platz am westlichen Ende von Cheapside, was wohl so eine der geschäftigsten und ja, belebtesten Straßen in ganz London ist. Einige der Gebäude hier haben sogar 5 Stockwerke, aber über dem Ganzen ragt mächtig das doch etwas schäbig lookende... Aber über dem Ganzen ragt dann immer noch sehr erstaunlich das etwas schäbig aussehende St. Paul Cathedrals auf. Und zwar im Südwesten. Erdgeschossig in diesen Gebäuden sind typischerweise Ladengeschäfte. Frontage Screaking and Swinging, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was hier gemeint ist. Vielleicht, dass man hier mit schwingenden und knarzenden Türen eintreten kann. Goldschmiede sind hier wohl recht häufig. Das Mermaid Inn sitzt hinter dem Cheapside Cross auf dem nordwestlichen Ende dieses Platzes. Ja, und man selber kann zu seiner Werkstatt nach Süden durch so ein kleines Labyrinth von Seitenstraßen. Die Wood Street verläuft nordwärts durch das Cripplegate und der aktuellen Heimat von Shakespeare. Und etwas weiter westwärts ist das Ludgate, was wohl ein Ausgang durch die Stadtmauern der City of London ist. Und dahinter liegt Westminster. Eigentlich will ich ja ins Mermaid Inn. Dann gehen wir noch mal nach Nordwesten. Nordwesten, Mermaid Bar. Ich hätte vielleicht auch noch die ganzen Ausgänge gleich verzeichnen können. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich den Raum eintrage. Mermaid Bar. The Mermaid Inn is by no means lavish, but it does have a free, comfortable feel that attracts writers, musicians, artists, and other bohemian in surprising number. Apart from the very nice mahogany and brass bar in its center, its furnishings are fairly minimal. The place is quite hopping, the air filled by the patrons with a babble of conversation, laughter, and even the occasional burst of song. You can return to the street by going southeast, or move past the bar and deeper into the tavern by going west. The proprietor of the place stands in position behind the bar. Okay, tragen wir doch gleich den Ausgang ein. Examine proprietor. The bartender is a big man in overalls and a floppy formless hat. The curls that poke out beneath the hat looks none too clean and he's short more than a few teeth. But his broadly expressive face shows a certain honesty. This man wants to take your money, but at least he won't lie to you about his intentions and he'll give you a decent mug of ale in return. Sometimes that's all you can ask for. Ja, da werde ich jetzt vielleicht meine 5 Pennies los, oder? Also, der Wirt ist ein großer Mann in Overall und einem formlosen Schlapphut. Flapprigen Hut. Die Locken, die so unter dem Hut hervorlinsen, schauen jetzt nicht zu sauber aus und ihm fehlen nie auch nur ein paar Zähne. Aber sein ausdrucksstarkes Gesicht zeigt eine gewisse Ehrlichkeit. Dieser Mann will einfach nur unser Geld, aber er lügt uns wenigstens nicht darüber an. Und im Gegenzug gibt er uns dafür einen Krug Bier und das ist alles, was man ja manchmal sich auch hoffen kann. Das probiere ich mal mit dem zu reden. Talk to bartender. The bartender waves you a hearty greeting. Hello, friend. Name Simon. Simon Eames. What can I do for you? You could ask him about London Plague, John Croft, Christopher Marlowe, David Moore, Mermaid Inn himself or William Shakespeare. Ah ja, das Spiel gibt mir also schon gleich Tipps, wonach ich ihn fragen kann. Ask about Plague. You make some appropriately concerned remarks about a plague that seemed poisoned the decent on London yet again. I've seen it come and go so many times that I hardly pay it any mind anymore. I had it myself 40 years ago this year when I was just a lad,
but somehow I pulled through. Since then, I've never been afraid of it, at least on my own account. They do say that once a man beat it one time, it never returns, and I've never found any reason to doubt them. Still a damn shame, though. I get a feeling that death wagons will be busy this summer. Someone breaks into Brutus' big monologue from Julius Caesar using a table for the balcony. Also, man murmelt wohl so ein paar Bemerkungen über die Pest, die gerade durch London wütet. Oder gerade wieder mal durch London wütet. Und der Wirt meint daraufhin nur, dass er das schon oft kommen und auch wieder verschwinden sehen hat. Also scheint die Pest hier wohl in Wellen zu rollen, dass er sich gar nicht mehr so richtig darum schert. Er hatte sie wohl selbst schon mal vor 40 Jahren, aber er hat es dann irgendwie überwunden. Seit damals ist er da gar nicht mehr so sehr in Furcht, zumindest was ihn selbst angeht. Man sagt nämlich, dass wenn man einmal die Krankheit durchgestanden hat, kommt sie nicht wieder zurück und hat eigentlich keinen Grund an dieser Aussage zu zweifeln. Es ist aber schon trotzdem eine ziemliche Schande, was das angeht. Und er hat so das Gefühl, dass die Leichenwagen in diesem Jahr oder in diesem Sommer ziemlich geschäftig sein werden. So, und während er uns das erzählt, bricht jemand in einen Monolog aus Julius Caesar aus, wobei er einen Tisch als Empore oder vor der Balkonie, vielleicht ist das eine Balkonszene. Look table. I only understand as far as you're wanting to look. Look Brutus. Man kann sich wohl den Darsteller des Brutus in diesem improvisierten Stück gerade nicht anschauen. Dann fragen wir doch mal noch den Barkeeper über Croft. Ask about Croft. It's not my business why you're snooping around for information, mate. Simon winks. I'll just tell you that I don't share information about my patrons. Unless you become one of them by drinking a little yourself, that is. What a little gossip among peers after all. Besides, our ale and half bad here. Someone tosses the contents of a mug into the fire, causing it to flare up momentarily. Also, der Wirt, ganz Geschäftsmann, erklärt mir, dass er ja eigentlich nicht dazu neigt, irgendwo mit Klatsch und Tratsch um die Ecke zu kommen über seine Gäste, außer man gehört selbst zu seinen Gästen. Und das schafft man, indem man einfach sich bei ihm was zu trinken kauft. Ich habe gewusst, ich werde hier meine 5 Pennies los. Und außerdem ist sein Bier ja nur halb so schlecht hier. Auch eine schöne Einstellung von dem Wirt zu sagen, ja, es ist ja nur halb so schlecht. Und während er mir das erzählt, schüttet jemand den Inhalt von seinem Krug in das offene Feuer, was dazu führt, dass die Flammen kurz hell auflodern. Das muss dann aber mehr als Ale gewesen sein. Oder das Ale ist verdammt stark. Bei Ale. Someone takes your money with a smile and produce a mug of ale in return. Inventory. Ich habe Rope, Candle, Knife, Walking Stick. 4 Pennies. Also das Bier hat mich jetzt einen Penny gekostet. Get Ale. Taken. A mug of ale. Okay. Gut, dann ask Simon about Croft. You ask Simon if he knew John Croft. Mr. Croft was a regular here since years before my time. Then he went to Heidelberg for a year or so. He came back a few months ago and started coming in again. Everything seemed normal enough. Until one night not long at all ago, when he came in talking like a lunatic. Upset my customers, in fact. Several left. I had to show him the door. I am a tolerant man and regulars are regulars, but business is business too. You understand? Simon Serving Guild sweeps past with a plate of meat. Also, der Simon erzählt uns, dass Croft wohl regelmäßig bei ihm eingekehrt ist, dann aber nach Heidelberg ging für so ein Jahr oder so. Das ist ja auch die Zeit, die wir miterlebt haben. Dann kam er aber vor ein paar Monaten wieder zurück, also nach London zurück, und hat auch wieder das Mermaid Inn besucht. Sah eigentlich erstmal ganz normal aus, bis er irgendwann mal kam
und wie ein Verrückter gesprochen hat. Das hat natürlich einige der anderen Gäste verunsichert, die daraufhin das Mermaid Inn verlassen haben, was den Wirt dazu geführt hat, dass er ihnen die Tür zeigen musste. Also er hat ihn rausgeschmissen. Er meint noch, er wäre ein toleranter Mann und Gäste sind Gäste, aber Geschäft ist eben halt auch Geschäft. Man möge ja da wohl für Verständnis haben. Ja, und während er uns das alles erzählt, kommt eine der Bedienungen oder die Bedienung, ich weiß noch gar nicht, wie viele das sind, die schwebt vorbei mit einer Platte von Fleisch. Man da wohl Fleisch kaufen soll? Take meat. I'm not sure what you are referring to. Okay. Wenn ich sage, look, okay. Wonach kann man denn noch fragen? Marlow, okay. Ask about Marlow. Simon smiles indignantly. Yes, Kid Marlow used to drink here many years ago. I believe he was friendly with John Croft. How friendly, I can't say for sure, as that was before my time here. I just know that Croft makes them sound pretty close, especially when he gets some ale in him. Also, Marlow war hier wohl auch Gast und der Wirt glaubt, dass er wohl ganz gut mit John Croft stand. Wie gut er entsprechend mit dem stand, kann er aber gar nicht sagen, weil das tatsächlich vor seiner Zeit war. Er weiß nur, dass Croft immer wieder erzählt hat, wie eng die beiden sich waren, besonders wenn er einiges an Ale-Intus hatte. Wonach kann ich noch fragen? Moore, Mermaid, himself or Shakespeare? Ah, dann frage ich ihn doch mal über sich selbst. Ask Simon about himself. I'm just a simple bartender. I serve drinks and collect gossip. Simon Law. Okay, also er ist einfach nur Wirt. Er serviert Getränke und sammelt klatschend Ratsch. Ask Simon about Mermaid. I've been here for a number of years, but the Mermaid has been here much longer, Simon says. I do well enough. If anything, the plague is good for business. People who remain in the city certainly have need of a little liquid comfort and company during times like this. Several well-dressed young women enter in a close group. The sea of gentlemen parts around them, but then swoops in again to offer drinks and conversation. Also der Wirt meint, er arbeitet hier schon seit ein paar Jahren, aber das Mermaid Inn gäbe es schon viel länger. Ihm geht's ganz gut, wenn überhaupt, dann ist die Pest ganz gut für das Geschäft. Leute, die in der Stadt sind, brauchen ab und an dann einfach mal einen flüssigen Schmeichler und etwas Gesellschaft in Zeiten wie diesen. Während uns das erzählt, betreten einige gut gekleidete junge Damen das Etablissement und the Sea of Gentlemen, also die große See der Herren oder die Menge der Herren verteilt sich um sie herum, aber schwappt dann wieder davon, um ihnen Getränke und Konversationen anzubieten. Auch sehr schön formuliert. Ask Simon. Ja, what to ask Simon? Dann scroll ich halt wieder hoch. Was kann er mir denn noch alles erzählen? Also, Blake, Croft, Marlow, über das Mermaid, über ihn selber, also noch Moore und Shakespeare, hat uns das Spiel mal vorgeschlagen. Ask Simon about David. Simon looks surprised. David Moore? I knew him well. Used to, anyway. He was quite a fixture in here until about a year or so ago. Do you know him? No, not really, you say. His name came up recently. I'm trying to find him for business reasons. Simon gives you a knowing smile and a shrug. Suit yourself. Moore's a songwriter and musician. You probably know that much. His stuff is very, very good. Even in thin ear like mine can hear that. Die Frage nach David Moore hat den Wirt überrascht. Ja, er kennt ihn und er kannte ihn zumindest. Er war mal so wie ein Fixpunkt hier, so vor einigen Jahren. Und ob man ihn denn eigentlich kennt?
Und man sagt dann so, naja, eigentlich kennt man ihn nicht. Der Name kam halt nur auf. Und jetzt versucht man ihn zu finden aus geschäftlichen Gründen. Simon schenkt uns daraufhin ein wissendes Lächeln und zuckt mit den Schultern. Meint, ja, man soll sich beruhigen. Moore wäre Songwriter und Musiker und so viel wisse man ja wohl selber. Aber sein Zeug ist schon richtig, richtig gut. Selbst in einem schmalen Ohr, also selbst mit musikalischem Unverständnis, kann man sowas hören. Dann fragen wir doch mal noch nach Shakespeare. Has Mr. Shakespeare come in lately, you ask? Not for a week or so, I believe. He's been hard at work on that new play of his, you know. He's the opinion that it might just be the best thing he'd ever come up with. If so, it will be a sight indeed. Johnson is all very well and respectable, of course, but if you ask me, only poor old Kid Marlowe could match old Will when it comes to an evening's entertainment. Man fragt, ob William Shakespeare in jüngster Zeit hier gewesen wäre. Und der Wirt meinte dann, nein, schon seit einer Woche oder so nicht. Er arbeitet wohl gerade sehr schwer an einem neuen Theaterstück. Und er wäre wohl der Meinung, das könnte durchaus das Beste sein, das er jemals verfasst hat. Wenn das stimmt, wird das schon was Herausragendes sein. Johnson sei wohl ganz gut und auch respektabel, aber wenn man ihn fragt, dann kommt nur der arme alte Kid Marlowe an die Fähigkeiten von William Shakespeare heran, wenn es um abendliche Unterhaltung geht. Ask about Johnson. You can think of anything meaningful to ask about the topic. Damit haben wir doch jetzt mal im Moment gerade alles erfragt. Habe ich irgendwas Interessantes herausgefunden? Nur, dass Shakespeare seit einer Woche nicht mehr da war und sich zu Hause zurückgezogen hat, mit der Vorgabe, angeblich an einem neuen Stück zu arbeiten. Croft war auch schon eine ganze Zeit nicht mehr da, nachdem er der Lokalität verwiesen wurde, weil er halt wie ein Irrer gesprochen hat. Ja, an Marlowe kann man sich noch gut erinnern, aber der ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang tot. Der Musiker, über den Musiker hat man selbst jetzt auch noch nichts erfahren. Der Barkeeper hatte die Pest und das Mermaid Inn gibt es wohl schon seit langer Zeit. Examine Bar. This beautiful brass finished dark oak bar is the inn's one concession to vanity. You spot a still open stool before it. Ah, okay, da wäre also noch Platz. The serving girl rolls a fresh barrel out of the back room to lusty cheers all around. A couple of men help her lever it over. Behind and finally under the bar. Es gibt immer noch einen Stuhl vor dem Tresen, einen mit Kupfer abgeschlossenen Tresen aus dunkler Eiche. Also genauso, wie man sich einen Pub in London vorstellt. Und die Bedienung rollt gerade ein frisches Fass aus dem Hinterzimmer, was umjubelt wird. Ein paar Männer helfen ihr, dieses Fass dann entsprechend über und dann unter die Bar zu deponieren. Das Barrel kann man nicht untersuchen. Girl will er auch nichts wissen. Mal den Stuhl untersuchen. The Mermaid in Furnishings. Rough and decidedly basic. People come here for the ale and the good company, not to appropriate the decor. Der Stuhl ist stabil und schlicht gehalten. Die Leute kommen hier aber auch her für die Gesellschaft und fürs Bier und nicht, um sich an der Einrichtung zu erfreuen. Dann gehen wir doch jetzt mal deeper into the bar. West Mermaid Common Room. Fragen wir gleich mal in der Karte ein. Mermaid Common Room. The common room of the mermaid is just slightly more subdued than the area around the bar. Wooden benches and tables are arranged up on the sawdust-covered floor, and you particularly notice a small table that occupies a place of honor before the hearth. The bar is on the east. A friendly-looking fellow sits in a place of honor before the hearth,
observing the scene in front of him. Also der Schankraum des Mermaid Inn ist einfach bloß so ein Bereich rund um die Bar. Hölzerne Bänke und Tische stehen auf mit Sehnespäge bedeckten Boden und man entdeckt so einen kleinen Tisch unmittelbar so im Bereich vor dem Kamin, würde ich das jetzt übersetzen, Hearth. Die Bar ist im Osten. Da gibt es so einen friendly looking fellow, also freundlich dreinschauenden Menschen, der unmittelbar vor dem Herd in diesem Place of Honor sitzt, also vor diesem kleinen oder an diesem kleinen Tisch und der sich so die Szenen, die sich vor ihm abspielen, anschaut. Also der hat Spaß am Trubel, der hier im Mermaid Inn herrscht. Dann untersuchen wir doch mal diesen Fellow. Hm? Gucken wir uns dann auch den mal genauer an. Friendly man. The man has something of a savant about him, observing the world through bright but placid eyes as he sips his ale. He certainly does not look like an intellectual. His face bears the lines of work as well as age and drink, and there is dirt under the fingernails. But he does not look like a dullard either. Every tavern has a patron like this. A regular who has been around forever and whom everyone knows, but whom no one knows too much about. Okay, dieser Mann hat etwas Beruhigendes an sich, wie er hier die Welt mit freundlich, aber auch aufmerksamen Augen beobachtet, während er an seinem Bier nippt. Er sieht nicht aus wie ein Intellektueller, denn sein Gesicht zeigt schon Zeichen von Arbeit, aber auch von Alter und Trunkenheit. Und er hat Dreck unter den Fingernägeln. Er sieht jetzt aber auch nicht wie ein Taugenichts aus. Jede Wirtschaft hat wohl so einen Gast wie diesen. Ein Stammgast der Stammgäste. Einfach jemand, der schon immer da war und den jeder kennt, von dem aber niemand wirklich allzu viel weiß. Erinnert mich jetzt an den einen aus Cheers, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht komme. Norman, genau, Norman hieß er. Jetzt sprechen wir doch mal mit dem. Ask Fellow. Begrüßen wir doch vielleicht erstmal. Greet Fellow. You not hello to the man before the fire. Hello, friend. Name's George. Nice night for a mug of ale, eh? But then, any night is a nice one for that purpose. You smile, not at a broadly obvious joke, so much as the friendly, garrulous way in which it was delivered. As you return his greeting and give him your own name, you already feel at your ease. You could ask him about London Plague, John Croft, Christopher Marlowe, David Moore, Mermaid Inn, Simon Ale, or himself. Ask about himself. You ask about me? Not much to tell, really. I'm just an old laborer who likes to sit in my corner with my mug of ale and soak up the heat and the conversation around here. Been doing just that for many years now, in fact, and that's all he says. His own life might just be the only subject about which George does not like to talk. Hier fängt gerade wohl jemand an, eine Ballade wiederzugeben. George meint, über ihn gibt's eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Er ist bloß ein alter Arbeiter, der hierher kommt und gern in seiner Ecke sitzt mit einem Krug Bier und die Wärme hier genießt und die Unterhaltung um ihn herum. Er macht es schon für viele, viele Jahre. Heißt, wir können eigentlich viel von ihm erfahren. Mehr will er uns über sich gar nicht erzählen. Er spricht wohl nicht sehr gern über sich selbst. Dann fragen wir doch mal über Ale. Would you like a drink, George? You ask. Why, I certainly would, sir. Are you offering? Just hand it over, if so. Bier lockert ja wohl auch die Zunge, also geben wir ihm mal Give Ale to George. George accepts the ale with a happy smile and toasts you and your unborn children warmly before diving in with childlike joy. A woman slaps a nearby fellow and storms out. Heiß! Der George nimmt dankbar das Bier entgegen und toastet uns entsprechend zu mit einem Toast auf unsere ungeborene Kinder, bevor er sich mit kindischer Freude in das Bier versinkt. Und eine Frau ohrfeigt einen nahe stehenden Typen und stürmt hinaus. Der war wohl ungezogen. Oder ist es eine Masche, um Zeug klauen zu können? Ask about Will. Ah,
You've come here to on an investigation mission, have you? A member of Her Majesty's Service Preps. I'm always happy to serve Her Virgin Majesty, and I see quite a lot from this jail. Let me tell you, I'll keep your inquiries a secret, as long as your enemies don't offer me a drink. That is, Charles laughs ruthlessly at his own joke, and the sound is so guileless and unforced that you can't help but join in. You can't think of anything meaningful to ask about that topic. Hat mich jetzt das Spiel richtig verstanden? Ich weiß nicht, weil über Shakespeare hätte mir doch was sagen können müssen. Ich probiere es nochmal. Ask about Shakespeare. Habe ich den jetzt falsch geschrieben? Ah, ich kann ihn gar nicht über Shakespeare befragen. Okay. Also gut. Ask about Simon. George chuckles. You know, Simon likes to play like he's got a heart of flint and sure doesn't hesitate to relieve them that has it over their pennies and shillings, but scratch him and he oozes honey. Lord knows I've run behind on my rent plenty of times and he never could do more than grease about it. Doesn't even make me pay for my ale when I'm short. He's a good man, Simon is, but don't tell him I said so. George winks. Also er lacht so vor sich hin und er meint, ja, der Simon tut immer gern so, als hätte er das Herzen, ja, von dem kleinen Gauner, aber sicherlich ist ihm auch das ganze Thema rund um Pennies und Shillings, also ist ihm Geld wohl auch wichtig, aber wenn man ihn kratzt, dann schwitzt er wohl Honig aus. Also er ist wohl im Inneren ein netter Kerl. Lord knows I've run behind on my rent plenty of times. Also er hat wohl schon oft seiner Miete hinterherlaufen müssen und das wohl vergeblich, so dass er sich dann bloß ärgern konnte. Aber der Simon hat ihm dann nicht mal das Geld abgenommen für ein Ale, wenn er knapp bei Kasse war. Er ist schon ein guter, der Simon, aber man soll es ihm nicht sagen. Ask about Mermaid. This old plate has been my home for quite a lot of years now. I used to push to join in the antics of all these young hooligans, but as I've gotten older, I find I prefer more and more to just sit in my chair and watch the world pass by and maybe engage in some quiet conversation with the occasional gentleman like you. You might not realize it at first, but this is a very special tavern. The people who come in here have some amazing ideas. I'm just an old illiterate, not in the league at all, but I do like to listen in. Makes me feel there is something better after a day of working the winch down at dockyards. His face is filled with a surprisingly earnestness as he says this. And then the people around here know me and always keep my space by the fire here for me. Really, what more can a working man ask for in life beyond a comfortable place by the fire and the crowd that accepts him. Gut, der Mann fühlt sich hier wohl sehr wohl. Er kommt schon viele, viele Jahre hierher, zählt sich selbst nicht zu den Literaten, also ist eher ein Unliterat, also ein Unbelesener, genießt es aber, denen entsprechend bei ihren Unterhaltungen zuzuhören und manchmal auch mit so einzelnen Leuten eine Unterhaltung zu führen, wie man das ja gerade tut. Ja, selber bezeichnet er sich wohl als Arbeiter, der den ganzen Tag The Winch, also den Kran am Dock bedient. Er strahlt eine Ernsthaftigkeit aus, während er uns das sagt. Mhm. Er meint es also auch wohl so. Aber trotz allem muss er wohl wissen, was hier entsprechend schon so passiert ist. Jo, dann können wir jetzt bloß noch über die Leute reden. Oder über die Pest. Ask about the plague. Ask about the plague. You ask George if he has thought of leaving the city in this time of plague. Well,
Leaving is not really an option for me. I'm just a common laborer. I earn just enough to afford my whittles, a little room at this very inn, and of course the occasional dram. He raises his drink with a smile. Anyway, the only family I have is here. I reckon I'll stay and take my chances with the plague over cold and loneliness. Thank you very much. Ah ja, okay. Also die Stadt zu verlassen war noch nie ein Thema. Er verdient ja wohl gerade genug, dass er sich so hier sein Leben, denn das Zimmer, das er hier in diesem Inn hat und ja, the occasional drum, was ist ein drum? Der Schluck. Er kann sich also gerade sein Essen, hier seinen Schluck und ein Zimmer hier im Mermaid Inn leisten. Was mich dazu führt, die Aussage mit dem Simon von vorhin anders zu verstehen, dass nicht er irgendwo einer Miete hinterherläuft, sondern dass er es einfach nicht immer schafft, seine Miete pünktlich zu bezahlen. Ja, alles, was er an Familie hat, ist 4. Er glaubt, er bleibt hier einfach hier und schaut mal, wohin in das Ganze mit der Pest hier führt, gegenüber Kälte und Einsamkeit. Ask about Moore. Yes, I know David Moore. He's been coming here a long time, maybe as long as I have. I distinctly remember drinking with him and Kid Marlowe. Actually, I say he'd been coming here a long time, but that's not really true, because he doesn't come here anymore. The rumor around here is that he ended up in Bedlam. Do you know anything about that? You've never been to Bedlam, but if reports are to be believed, it is indeed a hellhole. It lies just north of the city wall, reachable by traveling through Bishopsgate. Der David Moore kam wohl schon so lange Mermaid Inn wie unser Freund hier und er kann sich noch daran erinnern, wie er hier mit Kid Marlowe und dem David Moore zusammen getrunken hat. Natürlich sagt er, er kam hier eine lange Zeit her, aber gegenwärtig kommt er dann halt hier nicht mehr her und es gehen die Gerüchte, dass der David Moore in Bedlam gestrandet ist, ob man denn irgendwas darüber wüsste. Man selber war aber nie in Bedlam. Aber wenn so die Berichte über Bedlam stimmen, dann ist es wohl ein Höllenloch, ein Hellhole. Es ist nördlich der City Wall und man kommt, wenn man durch Bishopsgate geht, dahin. Bishopsgate kennen wir schon, gell? Wood Street. Ja, das müsste hier sein. Okay. Ask about Marlowe. Ah, yes, Kid Marlowe. Must be getting on for 10 years since he passed on, eh? You're not. I think Kid started drinking here right around the time I did, actually. But his arrival certainly caused more of a splash than mine ever did. He was young, brash, and a threat to look at. Could have had any woman in London, I do believe, regardless of her standing. But Marlowe wasn't too interested in the woman. I don't pretend to understand a lot about his work. I can't really even read. Truth be told, but I did love to hear him speak. Such a voice he had, and oh, but that man could put words together. Also er erinnert sich an Kid Marlowe. Es muss ja wohl so irgendwo 10 Jahre her sein, seit er verstorben ist, und man bestätigt das nickend. Und er meint, sie sind wohl ungefähr zur gleichen Zeit oder haben wohl beide zur gleichen Zeit ungefähr angefangen, in das Mermaid Inn zu gehen. Aber sein Erscheinen war jedes Mal mehr wie so ein Splash, also so ein imposanter Auftritt, als es seiner jeweils war. Marlowe war halt jung und brash and a treat to look at, also jung, forsch und gut aussehend. Hätte wohl jede Frau in London haben können, unabhängig von ihrem Stand. Aber Marlowe war gar nicht so sehr interessiert an Frauen. Er will jetzt auch gar nicht vorgeben, dass er viel von seiner Arbeit, also von Marlowes Arbeit verstanden hätte. Er kann ja selbst nicht lesen, aber er hörte ihn gern sprechen. Er hatte schon eine tolle Stimme und er konnte richtig mit Wörtern umgehen. Nochmal Marlowe-Fan. Was war noch, was ich fragen könnte? Achso, John Croft, genau. Ask about Croft. John Croft's diary. Old John Croft's been regularly here for many, many years. I can remember drinking with him back in the days when Kid Marlowe used to come here. Strained relationships those two had. But that's ancient history, isn't it? Croft is a bit of an odd duck, but I reckon he's okay. Lots of men I trust a lot less have come here over the years. That's for sure. He pauses. Haven't seen the old so-and-so in a while. Any news of him?
An Argument Over the Merits of Bacon's Advancement of Learning Erupts from a Nearby Table. Ich verstehe den Einwand mit John Crofts Diary hier gerade nicht. Ja, der alte John Croft war hier auch Stammgast für viele, viele Jahre. Er kann sich daran erinnern, dass er so in der alten Zeit mit Kit Marlowe hier war und die hatten eine ganz seltsame Verbindung, ein ganz seltsames Verhältnis zueinander. Aber das ist ja Vergangenheit. Croft wäre wohl sowas wie eine Odd Duck, also so eine unscheinbare Ente. Also er wäre wohl unscheinbar, aber er denkt, dass der wohl ganz okay ist. Also er hat schon viele Leute gesehen, denen er weitaus weniger vertraut über die letzten Jahre. Aber er hat ihn so in der letzten Zeit gar nicht gesehen, ob es wohl irgendwie was Neues von ihm gibt. Man wohl Neuigkeiten von ihm hat. Im Raum selber gibt es dann einen Streit über Bacon's The Advancement of Learning, was so von dem nahegelegenen Tisch herüberschwappt. So, damit haben wir, glaube ich, für den Moment gerade alles erfahren, was es hier entsprechend zu erfahren gibt. George sitzt in his usual corner. Fresh sawflust has been scattered about the floor to soak up both the fashionably spill and the constant odor of London. Auf dem Boden ist wohl frisches Streu verteilt oder frische Sägespäne verteilt, damit so alles Verschüttete hier aufgesaugt wird, aber auch der ständige Geruch Londons. Ich speichere hier mal. Ja, und damit die Folge hier nicht ganz so lang wird, beende ich das hier an der Stelle. Beim nächsten Mal will ich mich mal auf den Weg zu Shakespeare machen. Und beim nächsten Mal gucke ich dann auch mal nach Bedlam. Gibt mir auch so ein bisschen die Möglichkeit, die Stadt noch weiter zu erforschen. Vielleicht finde ich da ja dann noch mehr über diesen Komponisten. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.